Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finanzielle Freiheit, dank Kryptowährungen mit eurem Alex und heute mit einer kleinen, kurzen Sonderausgabe vor dem Coin Day. Viele von euch haben mich gefragt, hey Alex, erzähl mal, wie sieht's denn jetzt eigentlich aus? Es stehen doch jetzt so viele Hardforks an beim Bitcoin. Heißt das nicht für uns, dass wir jetzt ganz viel Free Money bekommen? Und vor allem, ja, was heißt das generell? Was ist überhaupt so ein Hardfork? Ich habe einigen von euch daraufhin gesagt, ich habe schon mal Videos dazu gedreht, aber nichtsdestotrotz möchte ich in diesem kurzen Video einmal kurz erklären, was ist so ein Hardfork, was passiert da und unter welchen Umständen bekommt man denn nach so einem Hardfork auch Free Money, also sprich kostenlos diese neue Währung. Und bevor wir damit starten, gucken wir als allererstes einmal auf die Internetseite coinmarketcal.com, nicht coinmarketcap, sondern coinmarketcal wie Kalender. Und dort sehen wir, eigentlich schon mal sehr spannend generell, da sieht man die Möglichkeit, immer zu sehen, welche Events gerade bevorstehen. Na, ich fange jetzt gleich mal am Beispiel Bitcoin an, das heißt, ich habe hier einfach mal Bitcoin ausgewählt. Ihr könntet aber jetzt zum Beispiel auch noch Ripple mit reinnehmen und Cardano als Beispiel. Und wir drücken auf Search und dann würde er uns eben all die Events, die jetzt vor uns stehen, für diesen Coin, würde er uns rausfiltern und zeigen. So können wir uns schon mal ein bisschen vorbereiten. Und außerdem wird ja auch nochmal sozusagen der Proof, der Beweis dafür, wie glaubwürdig diese Ankündigung ist, nochmal hier unterlegt. Und da seht ihr hier unten dann so eine Prozentzahl. Ich werde die Seite verlinken, das heißt, wenn ihr mal Lust habt und vor allem auch ein bisschen Zeit habt, euch da mal reinzufuchsen, guckt euch gerne mal die Seite an. Für dieses Video werde ich jetzt aber mal wieder XRP und Cardano ausblenden. Es geht jetzt nur mal um Bitcoin. Und ja, also wir sehen, am 28. Dezember soll ein Bitcoin-Hardfork stattfinden ab Block 501451, das sehen wir hier. Das bedeutet, jeder Block hat seine eigene Nummer, jeder Block hat seine eigene Zahl. Dementsprechend sagt man, okay, nicht um 23.15 Uhr morgen wird was passieren, sondern damit es einheitlich auf der ganzen Welt ist, geht es nach Blöcken und nicht nach Zeit, denn die Zeit variiert ja sehr stark in verschiedenen Ländern. Zum einen kann man ja nicht ganz genau den Zeitpunkt vorhersehen, weil man nicht weiß, wie schnell gemeint wird bis dahin. Und zum anderen ist es eben für alle einfacher, als wenn man ständig die Zeiten umrechnen muss. Ja, so ist es meistens, dass also quasi ab einem gewissen Block dann gesagt wird, okay, ab hierhin gibt es eine neue Währung, die ihren Ursprung im Bitcoin hat. Und ich zeige euch das mal jetzt bildlich. Ihr seht jetzt also hier mal so grafisch so ein BNB für Bitcoin. Also dann nehmen wir an, wir haben eine Art Güterwaggon. Und dieser Güterwaggon bekommt jeder oder fast jeden Tag neue Waggons mit rangehängt. Und irgendwann haben wir einen mega langen Zug, der ganz viele Sachen gespeichert hat. Und so ähnlich sieht es eben in so einer Blockchain aus. Ne, je länger der Bitcoin am Markt ist und je mehr Transaktionen stattfinden, desto mehr Blöcke werden benötigt oder desto mehr Blöcke sind gefüllt. Und bildlich gesehen ist es dann irgendwann ein riesenlanger Güterwagen. So, und wie wir schon merken, hat Bitcoin neben den ganzen Vorteilen auch einige Nachteile, wie zum Beispiel, dass er sehr schwierig skalierbar ist. Das heißt, man hat eben das Problem, dass die Blöcke sehr klein sind und eine ja sehr, sehr stark wachsende Währung wie Bitcoin hat große Probleme damit, diese ja, Transaktion zu bewerkstelligen. Und da gibt es häufiger mal die Debatte, kann man die Blöcke nicht irgendwie vergrößern? Kann man nicht sonstige Mittel wählen, um Bitcoin schneller zu machen? Und da gab es zum einen zum Beispiel schon einmal ein Fork und daraus entstand Bitcoin Cash. Hier war es also so, dass eigentlich ein Team zusammengearbeitet hat, aber irgendwann gab es intern, also dass das wirklich jetzt alles bildlich ist, ist alles deutlich komplexer. Ich versuche es nur sehr, sehr einfach zu formulieren. Also es sind da sozusagen ein Team und in dem Team gab es verschiedene Ideen, wie es jetzt weitergeht mit dem Bitcoin. Die einen aus dem Team haben gesagt, hey, wir müssen doch eigentlich nur die Blöcke vergrößern, vielleicht nur verdoppeln oder verdreifachen. Die anderen haben gesagt, damit kommen wir auch nicht weiter, wir brauchen mindestens 8-mal so große Blöcke. Und so ging es dann immer weiter, bis irgendwann eine Lösung her sollte, die einfach nicht gefunden werden konnte. Und das war zum Beispiel letztes Jahr oder in diesem Jahr am Ende des Jahres der Fall, dass man gesagt hat, Bitcoin soll jetzt einen Fork durchführen. Und dieser Fork ist dann Bitcoin Cash und da ab dann gibt es eben quasi zwei Bitcoin, die unabhängig voneinander laufen. Es gab also keine Lösung, die sie gefunden haben und so hat dann Bitcoin, das eine Bitcoin-Team gesagt, ey, wir machen ab sofort unser eigenes Ding, weil wir glauben, der Bitcoin wird nur so stark, wie schnell er auch sein kann. Und so entstand Bitcoin Cash und das andere Lager hat gesagt, wir ändern nichts an der Grundrezeptur, der Bitcoin ist sehr erfolgreich, der Bitcoin läuft und wir möchten da jetzt nichts Unsicheres Neues reinbringen, ohne dass da wirklich alles richtig Hand und Fuß hat. So und so entstehen dann Forks, das heißt, man hat andere Ideen, andere Ansätze und kopiert quasi
die Blockchain bis zum Zeitpunkt X und ab dann trennen die beiden sich, wie auf dem Bild hier zu sehen. Das heißt, dann geht jeder seinen eigenen Weg. Ja, jetzt ist die Frage, wann gibt es Free Money? Also der Fork an sich ist schon mal relativ simpel. Fork, Gabel, ist also eine Gabelung. Und ab dann gibt es eben zwei Ideen, die verschieden fortgeführt werden. Zum einen war es der Bitcoin und zum anderen ist es jetzt in diesem Fall eben Bitcoin 2X oder auch Bitcoin Uranium, Bitcoin Cash Plus und so weiter. Meine persönliche Meinung dazu ist, also ich halte davon nicht so viel. Ich weiß, dass die Menschen viel Geld damit verdienen, wenn sie plötzlich neue Sympathisanten finden für ihr Projekt. Ich weiß auch, dass die Initiatoren dieser Coins teilweise ja auch jetzt schon viel Geld haben und damit auch gewissen Einfluss haben. Aber ich denke mal, wir wissen, dass der Bitcoin Schwächen hat. Wir wissen aber auch, woran es liegt. Und ich glaube, vorerst ist das Thema Skalierung ein ganz wichtiges. Und das hätte man quasi eigentlich schon mit Bitcoin Cash, spätestens aber mit Bitcoin Gold gelöst. Von daher sehe ich persönlich jetzt keinen großen Grund dafür, dass es jetzt noch 3, 4, 5 weitere Forks geben muss. Nichtsdestotrotz ist es jedem selbst überlassen. Es gibt hier keine Regulierungsstelle, die sowas verbietet. Von daher liegt es immer an den Unterstützern, wie erfolgreich so ein Fork wird. Und hier ist es jetzt so, zum Beispiel bei dem nächsten B2X, ist es erstmal generell die Frage, was ist da überhaupt passiert? Ihr müsst euch also reinlesen in so einen Fork. Ist das ein Fork, der wirklich zwei verschiedene Lager intern jetzt hat, wo also wirklich kein gemeinsamer Nenner gefunden werden konnte, dass das Bitcoin-Team mit dem Team, das sich eben für B2X einsetzt, überhaupt nicht zusammengefunden hat? Oder ist es ein Projekt von komplett Fremden, die einfach nur die Bitcoin-Blockchain jetzt ausnutzen, um das Ganze schön groß zu machen? Das wäre das eine, was ihr recherchieren müsst. Das müsst ihr eben bei jedem weiteren Fork auch tun. Der zweite Punkt ist der, wenn es einen neuen ein Fork gibt, ist danach die Frage, wird dieser Fork wirklich auch akzeptiert von der Masse? Also sprich, gibt es in diesem Fork überhaupt Potenzial? Das heißt, ihr müsst euch darüber hinaus dann mal anschauen, was steckt eigentlich dahinter? Was wollen sie denn besser machen? Meistens sind das zum Beispiel Blockzeiten oder Blockgrößen, die sie verändern wollen. Die Frage ist nur, seht ihr darin Potenzial und hebt sich dieser Coin irgendwie ab von anderen Coins oder lebt er nur von dem Namen Bitcoin? So, das alles sagt euch schon mal, ob ihr investieren sollt oder nicht. Jetzt zum Thema Free Money. Es gibt zum Beispiel Hardforks, wo die Teams intern beschließen, okay, es gibt hier keine weitere Lösung, wir müssen irgendwas tun, lasst uns doch einen Kompromiss schließen und dann wird zum Beispiel ein größeres Update durchgezogen. Es gibt ein ganz kleines Update, wo eigentlich keiner was gegen haben kann. Das ist dann ein Softfork, also eine sehr simple Geschichte. Und wenn es mal zu großen Updates kommt, wie zum Beispiel, dass ein ganzer Algorithmus verändert wird, dann gibt es eben auch mal größere Updates und auch die nennt man dann Hardfork. Weil ja quasi die alte Idee mit der alten Version nicht mehr kompatibel ist und nicht mehr funktioniert. Und somit gibt es dann einen Hardfork. Das gab es jetzt schon mehrere Male. Auch bei Bitcoin Cash gab es schon mal seit seiner Gründung einige Hardforks, die aber niemand richtig wahrgenommen hat. Denn hier bedeutet der Hardfork nichts anderes, als dass ein großes Update durchgeführt wird. Es gibt wieder zwei Wege, aber hier gehen alle einheitlich den gleichen Weg. Alle haben festgestellt, okay, es stimmt, wir haben ein Problem, es stimmt, wir müssen was ändern und ein großes Update hilft uns allen erst einmal. Das heißt, es gibt tatsächlich eine Neuentwicklung der Kette, aber trotzdem sind alle der gleichen Meinung und akzeptieren dieses neue Update. Und so könnte es sein, dass ein Hardfork entsteht, ohne dass man dafür Free Money bekommt. Denn Free Money bekommt ihr nur dann, wenn wirklich zwei komplett verschiedene Lager sich aufstellen. Und so könnte ich es mir jetzt zum Beispiel bei den zukünftigen Coins vorstellen. B2X oder auch Bitcoin Uranium werden höchstwahrscheinlich kein Update sein in irgendeiner Form, sondern sie sind ganz eigenständige Ideen. Dementsprechend wird es vermutlich auch dafür dieses Free Money geben. Ihr bekommt also den Coin meistens in der gleichen Höhe, in denen ihr auch Bitcoin haltet. Und ja, das bedeutet also, ihr kriegt kostenlos Geld. Problem ist aber, erstens, keiner weiß, ob dieses Geld überhaupt was wert ist. Denn was bringt euch das beste Free Money, wenn das Ding komplett in die Grütze geht? Ja, also wenn ihr jetzt merkt, okay, ich habe jetzt extra Bitcoin gekauft, damit ich zum Zeitpunkt, als B2X auf den Markt kam, ein B2X umsonst bekomme und der B2X ist später 5 Euro wert, dann habt ihr ein Problem. Genauso kann es auch passieren, dass so ein Fork komplett stirbt, weil die jetzt auf die Idee kommen, wir wollen einen ganz neuen Bitcoin erfinden, aber alle anderen sagen, ey, lasst uns in Ruhe mit so einem Kram. Bitcoin existiert seit 10 Jahren und ihr braucht jetzt gar nicht versuchen, das Rad neu zu erfinden. Also ich werde mir bestimmt kein B2X kaufen. Diese Meinung kann auch kommen. So habt ihr dann Free Money, könnt aber meistens nichts groß damit anfangen, weil es keinen riesen Wert hat. Und ich habe das Gefühl,
Bitcoin Cash war noch eine reelle Sache. Bitcoin Gold geht schon so in die zweiseitige Geschichte, wo man sich wirklich fragen muss, tat das nun wirklich Not? Das ist zumindest meine Meinung. Und jetzt noch mehr Forks. Ich glaube, irgendwann wird es so eine Art, ja, Billigprodukt sein. Irgendein Fork von Bitcoin, irgendwas abgekupfertes so ungefähr. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt jeder dieser Forks sich so etablieren kann wie Bitcoin Cash oder eben auch Bitcoin Gold. Ich mag mich komplett irren, aber ich glaube, da gibt es viel spannendere Projekte als solche Forks, die da entstehen. Und insgesamt würde ich euch auf jeden Fall davon abraten, jetzt nur für diesen Fork, der bevorsteht, jetzt extra Bitcoin zu kaufen. Erstens, seht ihr selber, der Bitcoin kann jeden Tag sehr schnell steigen, aber auch genauso schnell fallen. Im schlimmsten Fall kauft ihr gerade zu einem sehr teuren Preis Bitcoin ein. Nur für den Fork, da machen natürlich viele so eine Psychologie oder so eine Strategie gerade. Das heißt, sie kaufen jetzt extra kurz vorm Fork extra Bitcoin. Dadurch steigt der Preis in der Regel sowieso. Danach verkaufen viele ihren Bitcoin wieder, weil sie sagen, naja, jetzt gehe ich wieder meine Altcoins, die ich sowieso besser finde, habe noch Free Money umsonst bekommen. Naja, und schon kann es sein, dass der Bitcoin-Kurs fällt. Dann verkauft ihr wieder deutlich für deutlich weniger, als ihr damals ausgegeben habt. Und der Free Money Coin, den ihr da bekommt, ja, oder die Anteile davon, die meisten von euch werden wahrscheinlich eher so einzelne Einheiten von Bitcoin kaufen, anstatt sich gleich ganze Bitcoin zu holen. Von daher werdet ihr dann vielleicht 0,2 Bitcoin B2X besitzen, habt aber später, wenn ihr eure Bitcoin verkauft, um wieder in eure Altcoins zu gehen, Minus gemacht. Das ist jetzt der schlimmste Fall. Aber auch allein aus diesem Grund würde ich es nicht unbedingt machen, es sei denn, ihr seid wirklich große Wale, die Hunderte von Bitcoin halten. Da lohnt sich sowas natürlich. Ja, ansonsten, wann wird so ein Fork festgehalten? Im Prinzip gibt es immer ein Datum, einen sogenannten Snapshot. Und dieser Snapshot wird entweder so wie hier am Block 501451 bei diesem B2X-Hardfork durchgeführt. Bei anderen Hardforks, wie zum Beispiel bei Bitcoin Gold, war es so, dass eine Uhrzeit festgelegt wurde. Kurz gesagt, es wird also quasi ein Screenshot gemacht von der gesamten Blockchain. Und wer zu diesem Zeitpunkt Bitcoin gehalten hat, bekommt, je nachdem, welche Vereinbarung getroffen wird, meistens ist es die gleiche Anzahl, die man eben an Bitcoin hält, bekommt man dann eben quasi für jeden Bitcoin, den man hält, auch die gleiche Menge des neuen Coins. So, und somit hat man eben quasi dieses Free Money vorausgesetzt. Es handelt sich hierbei bei diesem Hardfork nicht um ein großes Update, sondern wirklich um die Aufsplittung der Lager. Dass es also wirklich zwei neue Lager gibt, die eigenständig entscheiden. Und nur dann gibt es Free Money. Und wie gesagt, ich rate davon ab, nur deshalb sich diese Coins zu holen. Müsst ihr natürlich alle selbst wissen. Insgesamt glaube ich daran, dass durch technischen Fortschritt und durch neue Ideen die ganze Revolution erst entstanden ist, also sehr gut. Nur ich weiß genauso, dass auf diesem Kryptomarkt sehr viele Geldgierige lauern und einfach nur gucken, dass sie irgendeinen Grund finden, euer Geld zu bekommen. Und einer der Wege ist vielleicht so ein Fork. Kann auch sein, dass ich mich, wie gesagt, irre und alles ganz toll wird. Aber ich persönlich lasse die Finger davon. In dem Sinne wünsche ich euch einen richtig schönen Abend. Lasst ihn noch später versüßen von meinem Tron-Video. Dafür werde ich jetzt nochmal weiter recherchieren. Und wir hören uns später. Bis nachher. Ciao.